Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factory Town hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir gucken hier gerade bei dem Landwirtschaftsgelöt mal ein bisschen mit rum und sehen, wir können jetzt hier zumindest den einen Arbeiter wieder einstellen, damit hier ein bisschen was kommt und wieder Material da ist für die Gemüsesuppe. So, das wäre erstmal ganz wichtig, wenn das wieder verläuft und funktioniert. Da hat ja eigentlich die Tomate die Verstopfung angefangen und deswegen waren nachher bloß noch Kartoffeln dort vorrätig. Hier sieht es aber auch erstmal ganz gut aus. Fischsuppe funktioniert, das funktioniert, läuft alles. Und hier könnte man theoretisch mit mehr von den Dings hier, mit mehr von den Beeren noch ein bisschen was machen. Das könnte man vielleicht eventuell hinkriegen, indem man hier so die Beeren und da drüber und dann damit drauf verteilt. Aber die kommen da schon so schnell raus. Nehmen müssten sie damit rein verteilen. Ne? Probieren wir doch einfach mal, ob wir das hinkriegen. Wir brauchen dazu Förderband. Und zwar hätte ich gerne ein ganz normales. Naja, wir nehmen ruhig das Stoffförderband. So, das legen wir von hier dahin, dann von hier dahin und von hier dahin. So. Und dann machen wir jetzt hier ein Baumenü bitte. Ein Logikbaustein und zwar hätte ich gerne einen Teiler. Rotiert. So. Der verteilt dann halt ihm dahin. Also jede zweite geht da eh durch. Oh, das ist wohl ein bisschen flach dort. Da sind wir wohl ein bisschen zu früh rübergegangen. Das tut mir natürlich jetzt aber auch sowas von leid. Habe ich hier noch so eine Beere im Dings, ne? Muss ja natürlich hier durch. So. Wenn mir die Beere nicht rückstaumäßig drauf liegen bleibt. Und schon gibt es nämlich hier ein paar mehr Beeren. Und ich gehe mal davon aus, dass denn durch den... Also hier sind ja 20 Beeren. Also das sollte sich trotzdem noch ganz gut machen. Und hier haben wir dann natürlich Beeren im Überschwung. Und können dadurch eventuell vielleicht ein bisschen mehr Marmelade machen. Und hier noch ein paar mehr Kuchen, auch wenn es nicht unbedingt nötig ist, dass wir das machen, da wir ja schon 100 von den Beerenkuchen auf Lager haben. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Das wird alles abgebaut mittlerweile. Das hier auch. Kohlenlager ist erschöpft. Wie sieht es eigentlich aus so mit der Kohle? Hm, gar nicht mal so gut. Wie viele Leute sind da drin? 5 Leute sind da drin. Also, sag mal, der Kohleverbrauch ist nicht von der Hand zu weisen, dass der gerade höher ist als die Kohleproduktion, die ich habe. Mag aber daran liegen, dass hier die Schmiede und alles jetzt gerade auf Volllast läuft und genügend Eisenerz da ist. Jetzt sind wir da ein bisschen, ist noch wieder dazugekommen. Da können wir hier nämlich noch ein bisschen übersetzen. Das machen wir dann noch gleich mal. Baby Baumenü, Landwirtschaft, Bergbau. Ich möchte ganz gerne ein paar Eisenerz-Lagerstätten setzen. Habe ich das Bergwerk wirklich eins so weit hinten gebaut? Warum habe ich denn das gemacht? Weiß das einer? Das macht ja nun gar keinen Sinn. Gut, dann müssen wir noch ein paar Rohstoffe entfernen. Und einen Block entfernen. So, wie heißt das hier so schön? Rohstoff entfernen, das war unter Werkzeuge. Den und den. Und den Block müssen wir dann noch entfernen. Und dann müssen wir jetzt die Mine 1 nach vorne schieben. So, so kann sie arbeiten und dann können wir dort dahinter nochmal Rohstoffblöcke setzen. Gut, hätten wir das. Dann liegt ja das schon mal ordentlich vor hier. Theoretisch könnten wir jetzt hier bei der Kohle natürlich erstmal nochmal die Kohlelagerstätten erneuern. Ah, das werden wir auch tun, ne? Werden wir einfach mal tun. So viel Zeit haben wir dafür. Und so viel Geld haben wir da gerade auch für über. Achso. Dann mal groß hier den ganzen Quark. So. Momentan haben wir auch noch genügend Kohle. So, ja, jetzt fragst du dich natürlich, was ist hier Kohle abbauen? Wo ist denn hier Kohle? Ich sehe gar keine Kohle. Platziere Kohlelagerstätte. 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir jetzt ordentlich Kohle wieder platziert. Das sollte dann jetzt erstmal auch
Ja, die Lager voll füllen hier. Achso, jetzt füllt er natürlich erstmal das Lager voll. Naja, gut. Wird schon schief gehen. So, viel schneller als das können wir sowieso nicht arbeiten, weil das Ausgangslager ist ja jetzt so voll. Können wir ein paar Leute da rausholen. So, da müssen wir bloß dann rechtzeitig wieder mit Geschwindigkeit drauf gehen, wenn wir sie brauchen. Sü, sehr schön. Gut, dann haben wir auch gelernt, dass wir das regelmäßiger machen müssen und häufiger gucken müssen. So, hier die Steine, das fliegt alles weg. Da werden wir uns jetzt drum kümmern, dass wir hier nämlich noch ein bisschen Platz uns erschaffen und ein bisschen was planieren. Dazu brauche ich erstmal Rohstoff entfernen. In richtig großer Manier hier, ganz großer Pinsel. Alles weg hier. Brauchen wir nicht an der Stelle. Sinnlos. So. Nun haben wir Rohstoffe entfernt. In Massen hier wieder. Da sind wir ja schon mal gut drin. So. Hier den Kram brauche ich da auch nicht. So. Gut. Dann brauche ich jetzt das Werkzeug einebnen. Glätten. So. Achso. Ist ja die Bildauftaste. So, dann müssen wir da mal reingehen hier in den Berg. Und dann mal richtig Geld ausgeben. So. Und dann war's das mit dem Geld. Mit den Münzen, mit den roten. Eieieiei. So, huge. Wenn es das war mit den roten Münzen, ist natürlich immer nicht schön, aber was willst du machen? So ist das Leben. Wie sieht es denn überhaupt aus hier mit Holzbretter? Lagern da welche? Da lagern welche drin. Okay, dann brauchen wir da keine weitere hinliefern. Sollte ich vielleicht mich dann drauf konzentrieren? Habe ich denn Schienen eigentlich in Massen? Irgendwo habe ich da bestimmt auch einen Schienenhaken. Aber Schienen habe ich eigentlich in Massen, ne? Interessant eigentlich. Da könnte ich ja eigentlich dann doch mal eine Lorenstrecke bauen, ne? Naja. Gut. Aber wir werden jetzt ja erstmal die Schienenmassen dazu nutzen, dass wir Geld machen. Ich brauche mal ein Wägelchen. Habe ich noch irgendwo ein Wägelchen rumstehen? Nicht wirklich, ne? Weil momentan, also rote Münzen, die lassen sich hier echt Zeit, dass wir die kriegen. Das gefällt mir so nicht unbedingt. Na gut, dann brauchen wir noch ein Wägelchen. Arbeiter, ich hätte gerne noch einen Wagen. Dankeschön. Du fährst mir Schienen in den Verkaufsladen hier. Damit wir dort ein bisschen Geld kriegen. 26 pro Schiene. Da kannst du jetzt erstmal ein paar hinfahren. Das sollte eine Weile gehen und dann müsste dann sich hier auch anständig Geld machen lassen. Ja. Das sieht man gleich wieder, dass der Münzenstand dann dort steigt. Weil wir ja auch rote Münzen für die Produktion hier brauchen. Also hier beim Bergbau und so sind hier alles Produktionssachen dabei. Ich glaube, das mit den Rohstoffen wegreißen, so, das ist gar nicht so eine gute Idee. Naja, egal. So, wie sieht hier das Lager aus? Sehr voll. Wie sieht hier das Lager aus? Auch sehr voll. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Da haben wir dann also... achso, hier haben wir auch Reserven von 1000 mal Wassererz, mit denen man was machen kann. So, Feuertempel. So, Eingang brauchst du Feueräther und einen Mana-Kristall. Achso, du machst dann. Ah, okay. Jetzt haben wir hier Feuerkristalle. Wie mache ich denn aus diesen Feuerkristallen? Achso, das erforsche ich gerade erst, ne? Feuerstein produziert von Bergwerk. Und hier die Forschung ist da gerade fleißig dran, Dinge draus zu machen. Naja, brauchen wir 40 Bücher jedes Mal. Das ist immer sehr teuer. Das ist wirklich teuer. Es sind ja 4000 Bücher, die ich da, Bücherpunkte, die ich da brauche. Und ja, momentan gehe ich da ja mit. Das könnte man mit Papier gar nicht leisten, oder? Das ist das Eingangssignal viel zu klein. Naja. Schöne Sache, das. Dass wir das auch mal gesehen haben. So. Und hier ist nicht genügend Kohle dafür da, dass wir. Ungünstig natürlich, ne? Ah, der Speicher läuft so langsam voll. Dann läuft jetzt der Speicher. Oh, der ist ja schon fast leer. Eieieiei. Naja, gut, aber es kommt ja alles wieder in Gang hier. Gehe ich mal ganz fest von aus. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch eins am Buch drin, ein paar Mana-Kristalle. Hier haben wir eine Menge von den Steinen drin. Aber die Steine, wo kommen die denn? Achso, die werden angeliefert, ne? Oder hier haben wir die ganze Zeit solche Steine drin. Na gut, die verkaufen wir hier für einen Dollar oder so, ne? Also die sind jetzt, die bringen jetzt nicht so viel, aber naja. Naja, gut, ne? Ein paar lila Münzen haben wir ja. So, rote Münzen kommen wieder ein paar zustande, das ist schon mal gut.
Ich möchte eigentlich gerne wenigstens bis hierhin noch alles eingeebnet haben. Und bis hierhin, damit wir wenigstens die Kisten noch dazu kriegen und dass wir hier die noch dazu bauen können. Das werden wir jetzt mal abzählen, wie weit wir hier hin müssen. Da. Du brauchst die Straße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muss die hier sein. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ja, sieht sehr gut aus. Das heißt, hier müssen wir hoch. Bis dahin. Erstmal. Das ist falsch. So, müssen wir von oben gucken hier. Dreifach sind die Straßen ja nur, damit unsere Wagen sehr gut aneinander dran vorbeikommen. Wie man das werden sie dann auch. So. Gut, das müssen wir hier noch einebnen. Und dann müssen wir mal gucken, hier, wo kommen wir denn da lang? Ah ja, guck mal, da ist auch noch was wir einebnen müssen. Hier ist noch ein Buckel, da müssen wir mal ganz kurz mit dem Hammer draufhauen. Werkzeuge. So. So. Müsste eigentlich müsste jetzt hier alles geglättet sein, wenn ich das richtig sehe. Oh, sieht schon mal ganz gut aus von Weitem. Und dann müssten wir jetzt theoretisch von hier bis da ohne einen Buckel drinne durchkommen. Oh, da gehen viele Steine bei drauf, glaube ich. Wenn du so lange Straßen baust, da ist schon einiges, was dann wieder an Material geht. Aber das sieht schon mal ganz gut aus für die Vorbereitung. Manchmal machen wir da so einen kleinen Haken rein. Das belegt. Ach guck mal, da stehen noch Kartoffeln rum. Sachen gibt's. Ich habe mich gerade gewundert. Was ist das denn? So geht's da nicht, aber... Wenn da noch Kartoffeln in der Erde sind, die müssen wir natürlich erstmal rausmachen. Sonst geht das hier nicht. So, sehr schön. Gut. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall hier so ein bisschen das Muster, wie wir das bauen können. Ein Viererkistchen wäre natürlich auch nicht schlecht. Dass wir dann dort jetzt eine Lederproduktion und eine Baumwollproduktion in Betrieb nehmen können, damit wir dann hier die ganze Stoffproduktion und Stoffherstellung machen können und das dann hier nach vorne liefern können. Also die Mäntel sollen dann hier entstehen und dann ist die große Frage, fahren wir das Leder hier rüber zur Buchherstellung? Eigentlich ist es sinnvoller, das alles nochmal umzusetzen hier, ne? Dass wir da irgendwie ein bisschen was noch kriegen, weil die laufen ja hier eh im Kreislauf, da brauchen wir ein paar von diesen Stücken und dann ist das alles gut. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall wird das dann hier in der Mitte auch aufgelöst. Das gibt es dann so auch nicht mehr. Die Frage ist, was wir denn hier noch mit den Erzen und wie wir das denn hier machen mit den Erzlagerstätten. Ob ich da vielleicht noch weiter nach hinten gehe und dann immer ein kleines Lager hier vorbaue und dann gar nicht das mit so raustransportiere. Könnte man ja auch machen und dann das mit den Wagen oder Loren oder irgendwas abhole. Aber dann brauche ich Bahnhöfe, ne? Irgendwie sowas. Naja. Ah, nichts hinaus, weiß man nicht. Gut. Und wenn ich noch ganz viel Muße kriege, dann werde ich das alles auch noch hier umbauen, in so ein, in dieses Muster hineinstecken. Dann brauchen wir natürlich noch wesentlich mehr Platz und wesentlich mehr rote Münzen. Also rote Münzen ist wirklich das, was uns am meisten fehlt. Wir sollten vielleicht dann mal den Fokus drauflegen. Aber davon habe ich schon immer noch geredet, ne? Schon eine ganze Weile. Aber gut, wenn ich dann jetzt hier die Mäntel quasi dann ein bisschen besser baue, dann werde ich auch auf warmen Mantel würde ich dann noch gehen. Denke ich mal, da brauche ich bloß ein Produkt mehr, ne? Wenn ich jetzt hier gucke, wo ist es hier? Da, Werkstatt. Mantel und was hat der warme Mantel dann? Der hat nochmal, da brauche ich nochmal Wolle dazu. Von der Weide. Brauche
Braucht 12 Sekunden eine Herstellung. Das ist natürlich auch sehr, sehr lange hier. Also dann lieber dann doch den Mantel erstmal nur nehmen. Der ist dann wesentlich einfacher. So, was haben wir dann noch, was wir da zu Geld machen können? Ja, die Schienen sind jetzt natürlich hier drin erstmal. Das ist okay. Und hier sind die Spitzhacken, ja. Also viel mehr geht da eigentlich schon fast gar nicht, ne? Also das Balancing für die roten Münzen, finde ich, ist nicht so, so optimal. Aber gut, wenn wir jetzt kontinuierlich die Schienen immer verkaufen könnten, oder hier die verstärkten Bretter, wenn wir das sauber produzieren würden, dann wäre da auch einiges mehr drin, ne? Nur ich muss ja wahrscheinlich 5, 6 solcher Karis hier haben, die dann mir einzeln Eisenerz bringen in den Lager rein, wo ich denn das dann verfahren kann zur Eisenherstellung und sowas. Gucken wir mal, wie wir das besser hinkriegen. Aber da ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Auf jeden Fall haben wir hier oben auch erstmal richtig schön viel Platz für eine, sage ich mal, Versuchsreihe, dass wir hier unten drinne dann die Endprodukte machen. Und hier haben wir dann natürlich auch so ein bisschen Versuchsaufbau. Wie kann man sowas hier, also solche landwirtschaftlichen Sachen, in so ein Muster reinpressen? Aber das dann in der nächsten Folge. Ich werde mir mal Gedanken machen, aber ich denke mal, dass uns die komplette Lederproduktion, wie wollen wir es denn machen? Wenn wir noch richtig anständig Leder machen wollen, dann müssen wir 4 eigentlich für Leder vorsehen, 2 für Baumwolle noch vorsehen. Und dann hier die Lederproduktion machen und dann hier Stoff und hier die Mäntel dann. Und das Leder ab und zu abtransportieren lassen. Wir müssen ja massig an Tierfutter dann machen, ne? Also aus den beiden. Da müssen wir mal gucken, ob wir das denn hier schon mit anderen Fahrzeugen transportieren lassen. Lieber wenn wir mal 4 nach oben gehen könnten, aber wir haben nicht genügend rote Münzen dafür. Aber wir könnten hier 4 in die Tiefe gehen, ne? Wenn wir das hier abreißen, haben wir ja hier schon den 4. Bis hierhin haben wir es ja denn. Ja? Wenn wir das alles abreißen, dann haben wir es schon. Aber keine Stoffproduktion mehr und alles. Naja gut, okay, dann hier den 4. hin und dann da steht mir dann nachher der Lufttempel im Weg. Ich weiß gar nicht, ob ich den kann ich nicht bewegen und abreißen will ich natürlich auch nicht. Obwohl mir das eigentlich, was egal ist, ne? Ich weiß nicht, wie viel von den Steinen man braucht. Naja, werden wir mal sehen. Alles klar, gut. Ich würde sagen, Bauplatz ist erstmal, so Bauland ist erstmal erschlossen, also fürs Industriegebiet oder für das, ja doch, ist ein halbes Industriegebiet. Landwirtschaftliche oder industrialisierte Landwirtschaft wird das hier werden. So, jetzt sind wir schon mal, ich mache ein Foto davon und sage, auf Wiedersehen.